Ja, hallo zusammen und willkommen zu Türchen Nummer 9 des diesjährigen Adventskalenders. Direkt in Alpha verkackt, so muss das sein. Ja, ich möchte euch jetzt ein Spiel vorstellen, was ich damals, oh Gott, bei meinen Kollegen, die alle Nintendo 64 hatten, die das total abgefeiert haben, das Spiel. Ich damit aber bis dato wirklich nie so wirklich warm geworden bin. Ich fand immer Mario Kart 64 besser, aber Diddy Kong Racing ist als, ja, ich will nicht sagen geistiger Nachfolger zu verstehen, aber es ist eigentlich der Fun Racer, glaube ich, der nach Mario Kart 64 damals herausgekommen ist. Bitte nicht wundern, ich bin jetzt gerade ein bisschen verschnupft. Ich habe gerade genießt, unmittelbar bevor die Aufnahme gestartet hat. Und das Besondere an dem Spiel war auf jeden Fall, wie man jetzt hier auch schon sieht, man hat verschiedene Gefährte. Man hat Autos, Flugzeuge und halt Luftkissenboote. Und halt euch fest, ne, für die Leute, die ja, Crash Team Racing mögen, es hat einen Story-Modus. Ja, ja. Und das war damals alles andere als üblich. So, wir haben jetzt auch ziemlich viele bekannte Charaktere, auch teilweise Charaktere, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Wobei, ich kenne jetzt aber auch viele nicht, muss ich sagen. Wir haben einmal ein Krokodil. Da haben wir natürlich Diddy Kong, dann haben wir einen Dachs. Dann haben wir Benjo von Banjo-Kazooie. Oder ist das Kazooie? Ich weiß jetzt nicht genau, wer ist. Und hier, super interessant. Wir haben Konka. Ja, Konka. Aber bevor Konkas Bad Fur Day rauskam, als er noch ein lieber Charakter war. Dann haben wir einen, ja, ist das ein Cooper? Ein lieber Cooper? Eine kleine Maus und ein Tiger. Und ich glaube, wen nehme ich denn mal? Boah, gute Frage. Haben die Skills? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber das sind die Allrounder hier wahrscheinlich. Das sind die schweren Charaktere, der Benjo und hier Mr. Crocodile. Das sind wahrscheinlich Speed-Viecher, ne? Weil der hier sieht schon so aus wie auf Droge. Und das sind wahrscheinlich Anfängerfahrer. Tippe ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ich nehme den Drogentiger. Was? Wie, bitte? Timber? Ich verstehe euch nicht, es tut mir leid. Ja, was mir auch schon aufgefallen ist, hier scheint der Ton ziemlich übersteuert zu sein. Die Packs nicht während des Spiels, ich habe gar kein Pack drin, du Sack. Ja, nee, der Ton ist hier komischerweise mega übersteuert. Also zumindest gerade im ersten Versuch. Deswegen, ich stelle mir gerade den Ton ein wenig lauter. Ich hoffe, das ist doch in Ordnung für euch. Ich will jetzt nicht das Abenteuer spielen. Ich werde das vielleicht irgendwann mal let's playen. Mal gucken. Jetzt einfach nur mal ein, zwei Rennen fahren. Was? Rumpelsee, Sherbet Island. Frostbullenspitze. Guck mal, ich habe sie sogar schon alle freigeschaltet. Warum das denn? Wir nehmen die erste Strecke. Weil, wie gesagt, ich kam damals schon nicht mit zurecht. Und jetzt können wir uns auch noch aussuchen, was wir hier machen wollen. Wir nehmen das normale Auto. Und ich möchte kein Zeitgedöns haben. Ich will einfach nur fahren. Mehr will ich gar nicht. Oh, die Framerate bricht zusammen. Gibt es hier einen Superstart? Kann ich... Ich brauche ein anderes Bild. Ja, ein bisschen weiter weg. Ah, geht schon los. Scheiße. Ja, was die Bananen machen, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, vielleicht ein bisschen wie bei Mario Kart. Aber womit ich damals schon nicht klar kam, ich weiß nicht, die Steuerung wirkt hier alles immer sehr schwammig. Wobei, ich muss sagen, es hat ziemlich coole Level, also ziemlich coole Stages. Es geht ja nicht nur darum, immer Erster zu werden. So, es geht dann zum Beispiel auch darum, ich kann mich noch erinnern, dass man mit einem Flugzeug unterwegs ist, man auch irgendwie in so einem, ja, Flugsaurier-Vulkan-Nest unterwegs. Und da muss man Eier in Nester bringen. Das finde ich eigentlich, fand ich eigentlich ziemlich geil von der Abwechslung her. Ich war da einfach wahrscheinlich zu blöd. Wie Gott, ich habe ja rausgefunden, wie ich es aktiviere. Das Schlimme ist, ich will direkt springen und driften, ne? So Mario Kart-mäßig. Wie gesagt, was die Bananen bringen, weiß ich jetzt nicht genau, was jetzt hier auch welcher Ballon macht. Ob die blauen irgendwie bessere Waffen sind. Hau bloß ab. Was meinst du? Ich möchte gar nicht driften, ne? Ich lenke einfach nur, aber der driftet echt wie bekloppt. Was ist bei Luftkissenbooten noch schlimmer, wenn ich mich recht erinnere? Und erst recht bei Pschaums, bei den Flugzeugen. Ja, er fragt mich bitte nicht, wie man mit Flugzeugen driften kann. In dem Spiel kann man's. Okay, wenn ich keine Waffe habe, kann ich hupen. Mit der Z-Taste Z aktiviert auch die Waffe. Oh Gott, okay, ich bremse nie wieder in dem Spiel. Ich würde gerade sagen 4, aber B ist das, glaube ich, noch. B ist Bremsen. Jetzt ralle ich das erst. B wie Brake, ne? Und A wie Accelerate für Beschleunigung. Warum bin ich Erster geworden? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, schön. Ja, ist doch gut. Machen wir mal einen anderen Kurs. Gehen wir jetzt mal... Was haben wir denn hier? So. Und das ist der Boss. Nee, doch nicht. Also es gibt auf jeden Fall mindestens 16 Strecken, so wie es aussieht. Plus halt nochmal... Nein, ja doch. Nehmen wir mal die Eisstadt, ne? Und nehmen wir mal das... Und nehmen wir den... Nimm mal Flugzeug. Komm, was kostet die Welt? So, jetzt komme ich sowas von nicht klar. Oh, ich freue mich schon drauf. Oh Gott, das wird ein Fest. Oh Gott. Und links schön im Eis eingraviert das Rare-Zeichen.
Superstart! Ich habe einen Superstart gemacht. Oh Gott. Nein. Oh, ist das ekelhaft. Oh, lenk doch mal, du fettes Stück Scheiße. Das ist unglaublich. Nein. Au. Ja, ich hab euch gleich. Chance. Wo ist die Kurve? Da. Kurve. Kann man in der Luft bremsen? Nein. Ich komme sowas von überhaupt nicht zurecht, ne? Wow. Ja gut, vielleicht hätte ich in den ersten Level das Flugzeug nehmen sollen und nicht in so einem späten. Ich habe eine Atombombe gefunden. Achso, die Atombombe ist ein Schutzschild. Hilft also leider nicht gegen Straßenlaternen, wie man sieht. Los, hoch mit deinem Arsch. Alter. Oh, die... Oh, Gott. Also die Steuerung ist echt... Wow. Also ich finde sie mega gewöhnungsbedürftig. Warum kann ich einen Ölteppich? Ich habe Flugzeuge. Ich kämpfe auch gegen Flugzeuge. Ich fahre gegen Flugzeuge. Oh, Gott. Habe ich jetzt die Runde trotzdem, auch wenn ich nicht durch die... Ja, habe ich. Gut. Ich bin letzter übrigens. Ich reihe noch nicht so genau, wie ich jetzt hier mit dem Flugzeug bremsen kann. Oh, eine Rakete, schön. Das war keine Homie-Missile, aber das ist natürlich super. Ich mag Flugspiele ja eigentlich, ne? Und Flugrennen sind eigentlich auch geil. Es gibt für PlayStation 2 zum Beispiel das Spiel... Oh, Freaky Flyers heißt das, glaube ich. Ist, glaube ich, auch ein Flugrennspiel, auch Funracer-mäßig angelehnt. Habe ich nie gespielt, soll aber ziemlich gut sein. Und das ist ja auch wieder so eine... Oh, ich habe jetzt gerade leider zu oft am Programm geguckt. Weil hier übersteuert der Sound auch wieder ungemein. Von der Mucke her. So, der Rest, der klingt einfach so, wie er klingt. Das kann nicht sein. Man muss doch hier irgendwie... Wow! Bremsen können, oder? Ah, ich hab dich in die Ecke gedrängt, du Sau. So. Guck mal, ich kann aber auch hier so lang so, oder? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Links und rechts. Achso, wahrscheinlich, weil es die letzte Runde ist, oder? Ich weiß nicht. Ich will irgendwie bremsen können. Das ist, ich wäre jetzt von der Mucke her, das ist so Winter Wonderland, so eine Abwandlung davon, ne? Zumindest zwischenzeitlich mal. So jetzt, so ein bisschen zumindest, ne? Ich hab's auch perfekt nachgemacht, einfach mit. Komm, ich werd Fünfter. Ich krieg den Fünften, der fünfte Platz gehört mir. Komm bitte, Uli, nein. Er ist ein Fettsack, den kannst du einholen. Nein, nein. Oh, wir schneiden. Ich kann nicht bremsen. Ich ralle es wirklich nicht. So. Ha, Fünfter. Boah, war das schlecht. Also brauche ich noch ein bisschen Training für. Offensichtlich. Ich habe auch jede Wand mitgenommen, die ich, glaube ich, mitnehmen konnte. Nee, nee. Da, danke. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zu so ein paar Welten zurück. Nehmen wir jetzt mal... Oh, Mondsichelinsel, das klingt doch mal interessant. Und jetzt schön mit... Ach, guck mal, hier kann ich immer zum Flugzeug fliegen. Auch gut. Schön mit dem Hovercraft. Ich kenne jetzt die Vorteile. Dieses Gefährt ist übrigens nicht. Schon wieder super. Wow, das lässt sich eigentlich... Okay, ich bin Flugzeug gewohnt, aber ich wollte mir gerade sagen, das lässt sich eigentlich gar nicht mal so scheiße steuern. Ja, schieß ruhig einfach mal die Wand ab. Soll er weg? Weg. Aber macht Bock, muss ich sagen, das Spiel. Das lässt sich tatsächlich besser steuern als... Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich nehme aber auch alles mit, ne? Wow. Ich finde, das lässt sich besser steuern als... Mario Kart 64 tatsächlich. Also, wenn man lenkt, dann lenkt man auch. Man driftet nicht nur. Aber man driftet schon sehr stark. Ich habe die Maus getötet. Aber nicht so krass. Oh Gott. Machen wir mal, ne? Keine Ahnung, was das jetzt bringt, der Magnet, aber wahrscheinlich nichts, weil die Gegner zu weit weg waren. Also läuft zumindest schon mal, behaupte ich mal, besser als, Oh. Als mit den Flugzeugen. Tut mir leid, das Spiel überfordert mich gerade noch ein bisschen, deswegen bin ich zwischenzeitlich. Kriegt es tatsächlich einen Schlaganfall. Und höre einfach auf zu reden mit dem Satz. Mann! Nimm doch nicht alles mit. So, hier will ich jetzt mal einen anderen Weg gehen, weil man sieht auch, oder darf zumindest erkennen, dass man hier auch verschiedene Möglichkeiten hat, verschiedene Wege. Wow! Ja, super. Das hat sich ja voll gelohnt. Ja, die Strecken zu absolvieren. Hey! Du Sack. Okay, die, Bananen können vielleicht eine Art Schutzschild sein, wie auch im allerersten Mario Kart zum Beispiel. Für Super Nintendo. Boah, fahr! Boah, wie gern würde ich jetzt einfach mal eine Lachgaseinspritzung haben, ne? Gerade wenn ich hier die Handelkurve absolviere.
Und die einfach nicht von der Stelle kommt, der sagt, ach, wo schießt du mir denn? Na gut, dann mit Shells hat mir vielleicht ein bisschen besser gefallen als mit Raketen. Weil die kriege ich nicht gut gehandelt. Muss ich, boah, ich will immer zu früh in die Kurve rein, ne? Warum versuche ich eigentlich auf das zu reagieren, was in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis falsch hinterlegt ist und nicht auf das, was ich sehe? Das ist grundsätzlich gut, auf Sachen vorbereitet zu sein, aber... Na, ich will aber schon eigentlich... Oh, wieso bleibst du denn stehen, du Affe? Ach, ja, komm, ist jetzt aber egal. Ja, das war's. Naja, immerhin Vierter, immerhin in der oberen Hälfte, ne? Oder? Ja, gut. Nun, das erste Rennen hat mir am besten gefallen. Das lag am Auto, nicht an der einfachen Strecke, natürlich nicht. Oh Gott, naja, war nicht so gut. Scheiße. Wollen wir noch einen machen? Ja, komm, einen können wir noch. Willst du mal einen anderen Fahrer haben? Hm, nehmen wir doch mal, jetzt nehmen wir doch mal einen Fan, oder? Ich nehme dich doch nicht. Müsst ihr immer Scheiße labern? Ach, komm, dann nehmen wir die Schildkröte. Die labern alle Müll. So, was haben wir hier noch? Brudelvulkan. Trophy-Ratsche. Feuerberg, da ist das. Genau, das ist das, was ich meinte. Ja, komm. Wir fangen zumindest mal an. Genau, der erste Spieler, der drei Eier ausbrütet, gewinnt. So, da kann man doch mal kurz einen anderen Modus zeigen. Und zwar, pass auf. Oh, ich habe den Superstart verpasst. Und zwar kann man es jetzt hier nämlich schön hier raus, nämlich... Moment. Oh Gott, dreh dich doch. Kann man nämlich schön hier aus der Lava ein Ei fischen, wenn irgendwo ein Ei wäre. Aber jetzt sieht man oben zum Beispiel, Benjo hat ein Ei bei sich ins Nest gelegt. Und jetzt, wenn wir cool sind... Und sie haben alle ein Ei, nur ich nicht. Können wir uns dann nämlich erstmal schön mopsen. Der Didi hat's gemopst. Ich könnte kotzen. Gib Gas, das darf nicht. Es ist geschlüpft. Oh, ich krieg doch. Okay, komm. Holen wir uns ein Ei. Ich komm nicht dran. Ich kann nicht langsamer fliegen, als ich gerade geflogen bin. Arr! Lass das Ei da liegen. Ich krieg das leider nicht hin. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe alles. Ha! Ey, ich hab's doch eindeutig berührt. Ach, es ist doch... Es ist doch scheiße. Fuck you, echt, ey. Oh, guck dich mal die Drehung. Ah, man kann mit der... Mit R kann man sich etwas besser drehen. Ich hab ein Ei! Oh, wie schön. So. Komm, und? Wie lege ich es denn ab? Mit Z, okay, alles klar. Oh, ein schlüpft, aber ich werde sowas von sagen. Dafür hau ich dem Dino noch eine Rakete ins Gesicht. Der guckt so blöd. Ja, gut. Aber ich habe es euch immerhin gezeigt, ja. Ne, das ist auf jeden Fall Diddy Kong Racing. Also wirklich ein super interessantes Spiel. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal etwas mehr zu Gemüte führen in anderer Form. Höchstwahrscheinlich wird daraus ein Let's Play herauswachsen. Wie der Story-Modus aber aussieht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da gab es irgendwie ein Rennen gegen das komische, gegen so ein Schwein, was auf den Teppich geflogen ist. Und da kamen meine Kollegen damals überhaupt nicht mit zurecht. Denn da nicht ein Hauch einer Chance. Aber gut, ich werde es, wenn ich es jetzt playen werde, natürlich irgendwie werde ich es schaffen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber irgendwann wird es passieren. Gut, ja, das war auf jeden Fall das neunte Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich auch vielleicht bei dem einen oder anderen von euch ein paar Erinnerungen erwecken konnte. Vielleicht ein paar nostalgische Gefühle. Wie gesagt, für mich war das damals, für meine Kollegen und mich, ja gut, eigentlich war es eher ein Spiel, was meine Kollegen lieber spielen wollten. Und ich weniger, ich habe einfach gesagt, ach komm, mach das rein, ist okay. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich noch weitere Teile von Diddy Kong Racing? Oder sind die dann einfach nur noch so mäßig mit Mario Kart weitergegangen? Das wäre vielleicht noch eine interessante Frage, die ihr mir beantworten könnt. Und ja, morgen geht's dann weiter, ich guck gerade mal nach. Oh, morgen geht's aber richtig back to the roots. Vor allem für mich persönlich, ja. Punkt. So. Aber da freue ich mich schon drauf. Werde ich gleich auch noch direkt im Anschluss aufnehmen. Gut, ja, auf jeden Fall. Euch noch einen schönen Tag. Erfolgreichen Tag. Stressfreien Tag. Ich weiß nicht, was der Leute für ein Tag ist, um ehrlich zu sein. Und ja. Dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich beim nächsten Türchen wieder. Also, bis dahin. Tschüss.